Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und diese war eigentlich keine Frage. Ich habe den Leuten dann einfach gesagt, ich trage das jetzt hier einfach vor. Dieses Schreiben, diese E-Mail hat mich ganz besonders gefreut. Es geht um Algenflusen. Hallo Martin, ich habe aktuell eine Erfahrung über Wasserhydraulik am Koi-Teich gemacht, welche die Wichtigkeit eines zentralen Bodenablaufs bestätigt. Mein Teich hat 60 Kubik und ist sehr stark besetzt. Die Wasseraustauschrate beträgt 80 Kubikmeter pro Stunde. Die vielen Koi sind den ganzen Tag damit beschäftigt, den leichten Algenrasen zu bearbeiten. Dadurch entstehen natürlich Algenflusen. Den ganzen Sommer war der Teich durch die hohe Austauschrate glasklar gewesen. Vor circa 3 Wochen fing es an, dass sich die freischwebenden Algenflusen stark vermehrten. Ich konnte mir nicht erklären, woran das liegen könnte, bis mir aufgefallen ist, dass die Koi es geschafft haben, den mittleren Bodenablaufdeckel so runterzuschubsen, dass er den Bodenablauf verschlossen hat. Die auf der Skizze ersichtliche Anordnung der Bodenabläufe zeigt, dass die Positionierung der anderen 4 Bodenabläufe nicht in der Lage waren, die Algenflusen abzutransportieren. Nachdem ich den mittleren Bodenablauf wieder aktiviert hatte, hat es nur 24 Stunden gedauert, bis das Wasser wieder glasklar gewesen ist. Gegebenenfalls kannst du zum besseren Verständnis die Teichform mit Bodenabläufen am Bildschirm zeigen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, sondern nicht realisiert, aber das habe ich gleich erklärt. Also ich darf das vortragen. Gerne möchte ich hiermit zeigen, dass deine Empfehlungen genau den richtigen Weg aufzeigen und deine Erfahrungen seinesgleichen suchen. Ich bin seit vielen Jahren treuer Modern Koi Blog-Schauer und habe so viel dadurch gelernt. Vielen Dank dafür und hoffentlich hört das niemals auf. Vielleicht verschlägt es sich ja mal in die Oberpfalz, dann würde ich mich freuen, wenn du mal bei uns vorbeischauen könntest. Ich denke, dass es an unserem Teich einige interessante Dinge zu berichten geben könnte. Beste Grüße aus Zell in der Oberpfalz, Matthias und Yvonne. Vielen Dank für diesen Beitrag, Matthias und Yvonne. Und das ist das, was ich Ihnen immer gesagt habe, der Schmutz, die mechanische Filtration beginnt im Teich und dort mit der Strömung und mit der Anordnung der Bodenabläufe. Sie können einen 10 Mikrometer Trommelfilter in Ihren, als mechanischen Filter benutzen, ja, und können den so groß machen, dass Sie da auch die 80.000 Liter drüber schicken können. Solange der Kot und die Algenflusen und allen anderen Unrat, der im Teich als Schwebepartikel unterwegs ist, dort nicht hingelangt, ja, wird der Filter das auch nicht rausholen. Und darum haben die Probleme mit Algenflusen, haben alle Teiche gleich, wenn das im Teich nicht stimmt. Egal, ob sie einen Trommelfilter, einen Bürstenfilter, einen Papierfilter, einen Endlosbandfilter oder sonst irgendeinen Filter haben. Und da beißt die Maus wirklich keinen Faden ab. Das ist so. Fakt. So. Und diesbezüglich habe ich immer empfohlen, ja, und die, die das gemacht haben, denen geht's wie Matthias und Yvonne, Yvonne und Matthias, Ladies First, die haben diese Algenflusen nicht. Und zwar, das ist dieses Geheimnis des zentralen Bodenablaufs. Ja, wenn Sie einen Teich heute bauen und er hat 5 auf 5 Meter oder 6 auf 6 Meter, denken wir an ein Quadrat oder Sie haben einen Durchmesser, 6 Meter, ein Kreis. Alle Bodenabläufe direkt ins Zentrum. Und wenn der Teich 30.000 Liter hat und Sie brauchen 2 Bodenabläufe, 1 Skimmer, dann die 2 Bodenabläufe 110 direkt nebeneinander. Oder wenn Sie die Möglichkeit haben, einen 150er Bodenablauf zu nehmen, machen Sie einen 150er Bodenablauf direkt in die Mitte. Das ist der Ort, wo der Schmutz natürlicherweise hinwandert. Und nicht nur das, ja, sondern in dem Moment, wo in der Mitte abgesaugt wird, entsteht sowas wie ein Sog. Das heißt, wenn hier der Teichboden ist und hier ist die Wasseroberfläche und ich sauge das Wasser zentral in der Mitte ab und ich habe eine Kreisströmung, dann wird allein durch das Absaugen in der Mitte die Kreisströmung nochmals beschleunigt, weil es hier unten reingeht und eine Verwirbelung gibt. Und ich habe Teiche gesehen und sehe sie immer wieder, wo es oben an der Wasseroberfläche, wo man wirklich sieht, dass es oben einen kleinen Kegel gibt. Wie bei so einem großen Strudel im Meer oder wo man das ab und zu mal sieht oder wenn ein Boot losfährt, dass es dieses Strudel gibt. So, ich hatte einen Kunde, da war das so stark, das war natürlich zu stark, der konnte kein Schwimmfutter mehr füttern, weil das Schwimmfutter dann in die Mitte von dem Sog gewandert ist und wie eine Perlenkette ist das Futter beim 2 Meter tiefen Teich, nur 50 Meter Luftlinie weg von hier, wie an der Perlenkette nach unten und ist unten im Bodenablauf verschwunden. So. Und die Algenflusen sind natürlich in der Schwebe. Ja? So, die gehen nicht unter, wie es jetzt ein schwerer Kotpartikel oder sonst irgendwelche Schmutzpartikel tun.
Aber wenn ich dann in der Mitte einen zusätzlichen Zug habe, und der muss nicht so stark sein, dass man oben einen Kegel an der Wasseroberfläche sieht, aber wenn ich einen zusätzlichen Zug habe, dann zieht es das ganze Zeug nach unten rein. Und das ist genau das, was Yvonne und Matthias beobachtet haben. Der mittlere, der wichtige, der zentrale Bodenablauf hat nicht mehr funktioniert, weil die Koi den Bodenablaufdeckel umgedreht haben. Und plötzlich funktioniert das ganze System nicht mehr. Zumindest nicht mehr so, wie es soll und so, wie es funktioniert hat, bevor die Koi diesen Scheiß gemacht haben. Ja? Und da sieht man, das ist das klassische Beispiel. Wir überlegen uns immer, was ist an meinem Filter falsch, was ist hier falsch, was ist dort falsch. Aber das Problem ist der Bodenablaufdeckel und nur der Bodenablaufdeckel und nichts anderes. Oder nur der Bodenablauf, der da verstopft ist. Und das ist das mit dem System Koi-Teich. Sie können auf alle meine Tipps hören, Wasseraustauschrate, Biofiltergröße, Bürstenfilter, Fließgeschwindigkeit, mit allem drum und dran. Wenn Sie Ihre UV-Lampe als Tauch-UVC irgendwo da drin rumliegen haben, kann es sein, dass Ihr System überhaupt nicht funktioniert und Sie ständig leicht trübes Wasser haben, aufgrund von einer leichten Algenblüte oder von einer Bakterientrübung. Ja? Sie können den geilsten Filter bauen, der kann 20% von allem haben, ja, von der Biologie haben, vom Teichvolumen. Der kann einen Bürstenfilter haben, der statt mit 1 bis 1,5 cm Fließgeschwindigkeit nur mit 0,5 cm fließt. Das kann der geilste Filter auf der ganzen Welt sein. Wenn Sie, jetzt gehen wir wieder von einem Quadrat aus, wenn Sie im Quadrat hier, hier, hier und hier Ihre Bodenabläufe platzieren, aber keinen in der Mitte, dann bringt Ihnen der Filter nicht viel. Zumindest nicht, was die mechanische Klärung angeht, sondern nur noch, was die biologische Klärung angeht. Und da hilft Ihnen mitunter, und das sehen wir hier, nicht mal, Achtung, nicht mal eine Wasseraustauschrate von alle 40 Minuten was. Und das war ja das, oder alle 50 Minuten, das ist ja das, was Yvonne und Matthias gemacht haben. Die haben 80.000 Liter bei einem 60.000 Liter Teich umgewälzt. Ja? Und selbst diese hohe Austauschrate hat nicht dafür gesorgt, dass die Algenflusen abtransportiert werden. Genau das Gleiche, viele sind immer noch nicht in der Lage, die Boden, die Rückläufe vom Filter zum Teich in den oberen 20 Zentimeter des Teichs anzuordnen, sondern lassen sie irgendwie unten, wollen den Boden frei strömen. Nein, auch hier gilt, wenn ich das Wasser oben zuführe und eine Wasseraustauschrate von hier alle 50 Minuten habe, dann wird alle 50 Minuten, theoretisch natürlich, dass die Koi für Verwirbelung sorgen, ist klar, habe ich alle 50 Minuten, wo der Teich einmal absinkt. Wenn ich das Wasser unten zuführe, ja, was passiert dann? Dann steht der obere Wasserkörper. Ja? Da passiert erstmal gar nichts. Die Strömung ist wichtig, die Anordnung der Bodenabläufe ist wichtig, die Anzahl der Bodenabläufe ist wichtig, die Positionierung der Rückleitung ist wichtig. Meine Teichform ist auch wichtig, ja? Weil die Teichform mutmaßlich, nicht mutmaßlich, sondern dafür verantwortlich ist, wie leicht ich nachher Strömung erzeugen kann, ob ich auch eine richtig starke Strömung habe. Also stark jetzt nicht so, dass die Fische wie Forellen da in der Strömung stehen. So, dann kommt erst mein mechanischer Filter. Erst wenn ich die vier eben genannte Parameter erfüllt habe, erst dann reden wir über einen mechanischen Filter. Und dann reden wir über einen biologischen Filter. Dann reden wir über die UV. Dann reden wir über die richtige Verrohrung, dass ich mit richtig günstigen, also energiesparenden Pumpen von Genesis oder Oase, das Wasser auch wieder dem Teich zurückführe. Und wenn Sie diese, am Ende sind es vielleicht 10 Punkte, wenn Sie alle 10 Punkte erfüllt haben, dann kann ich sagen, haben Ihre Koi das glücklichste Leben und Sie das sorgenfreiste Teichleben, weil Ihr Teich eigentlich immer klar ist, weil es überhaupt gar keinen Grund gibt, warum der nicht klar sein sollte. Aber Positionierung, Bodenabläufe und UV. Diese 2 Punkte habe ich einfach am öftesten gemerkt, dass da am wenigsten auf die Empfehlungen von uns oder von mir gehört wird. Und ja, das ist dann halt dennoch dann zum Ärgernis, wenn man denkt, man hat alles richtig gemacht und es fehlt ein Punkt. Und dieser eine Punkt kann nachher dafür verantwortlich sein, dass es eben dann nicht so funktioniert. Deshalb war es mir wirklich jetzt eine Freude, diesen Beitrag vorzutragen, der wirklich mal gezeigt hat, dass ein kleiner Punkt verantwortlich sein kann, dass es am Ende nicht mehr funktioniert. So, ich glaube, es ist alles gesagt. Vielen Dank an euch beide. Wenn Sie auch mal was wissen wollen und denken, wir haben eine Antwort für Sie, dann melden Sie sich und wir werden es dann besprechen. Bis dann. Danke. Ciao.